Mischgetränke und Fruchtweine. Eines der Trendthemen im Spirituosenbereich der letzten Jahre. Und Meininger's International Spirits Award hat sich dieses Mal intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Tim, was ist dein Fazit von der Verkostung? Was ist dein Eindruck von den Mischgetränken und dein Eindruck von den Fruchtweinen? Ja, war eine ganz spannende Verkostung, die sich auch mal ein bisschen abhebt von den vielen Spirituosen, die wir sonst pur verkosten. Mhm. Hier sind natürlich Trendthemen dabei, seien es jetzt die Premixes in der Dose oder in der Flasche, wo man merkt, die Qualität wird einfach stetig höher und man kann das guten Gewissens trinken, wenn man keine Lust hat, sich mal selbst was zu mixen. Gibt es Produkte, die man empfehlen kann und kaufen kann. Dann gibt es so Kategorien wie Hard Seltzer, die neu auf den Markt kommen, spannende Sachen hervorbringen. Und natürlich Fruchtweine, die immer schon da waren, tolle Produkte hervorbringen. Natürlich etwas süßer, als jetzt der geneigte Weintrinker oder Spirituosenkenner es kennt. Aber in dem Segment einfach tolle Geschmäcker mitbringen. Ja. Und da können wir viel empfehlen, denke ich. Ja, viele von den Produkten im Fruchtweinbereich auch ganz klar als Dessertwein dann gekennzeichnet. Insgesamt haben wir knapp 50 Produkte verkostet. Die besten 14 haben es geschafft, ausgezeichnet zu werden. Davon 4 Produkte mit einer Goldmedaille, also grandiose Qualität, und 10 Produkte mit einer Silbermedaille. Was uns in dem klassischen Premix-Mischgetränkebereich unglaublich gut gefallen hat und dann entsprechend auch mit einer hohen Punktzahl bewertet worden ist, die dann eine Goldmedaille wird. Das ist einmal der Klassiker, der Cola Rum, ja, Captain Cook's Spiced Rum and Cola. Eigentlich genau das, was Cola Rum sein will. Und ganz ehrlich, da macht man mit Sicherheit nichts falsch, dass abends, wenn man keinen Bock hat, jetzt nochmal in die Bar rauszugehen oder sich eben selbst den Cola Rum zu mischen. Vielleicht ist die Cola auch gerade leer. Also definitiv das, was die Kategorie sein will. Super Produkt. Ja. Und dann gab es noch so eine kleine Überraschung. Sie sehen das hier an der grünen Flasche. Tim, was ist das? Ja, die Farbe wirkt vielleicht erstmal ein bisschen abschreckend giftig, aber der Geschmack hat uns wirklich überrascht und überzeugt. Das ist ein Cucumber Sour Long Drink, also ein Premix Drink in der Flasche. Was genau es sein möchte, spielt vielleicht gar keine Rolle, aber es überzeugt, schmeckt erfrischend anders und ist durchaus ein Versuch wert. Richtig cool, ja. Oh ja. Und der Fruchtwein, der uns am meisten überzeugt hat, ist dieses Jahr tatsächlich ein Blueberry Dessertwein aus Finnland. Tolles Packaging, unglaublich tolles Produkt. Ja. So Produkte möchte man eigentlich auch gerne mehr im deutschen Handel sehen. Wir hören schon von dem einen oder anderen Spirituosenfachhändler, die Nachfrage steigt. Es kommen immer mehr Kunden auch ins Geschäft und fragen auch mal gezielt nach einem Fruchtwein. Finde ich spannend, ja. Sollte man auch nutzen. Die Qualitäten sind definitiv da. Und das Interesse, ja scheinbar auch. Sonst würden die Fragen nicht kommen. Genau, wir haben es auch gesehen, neben dem Blueberry Dessertwein von Ainoa aus Finnland, noch andere Produkte der gleichen Marke, sehr gut abgeschnitten, Raspberry, Blueberry und Raspberry. Da ist wirklich viel Qualität da, die man nutzen sollte und da gibt es viel zu entdecken. Ja. Unser kurzes Fazit zu der ISW-Verkostung, Mischgetränke und Fruchtweine. Es waren tolle Produkte mit dabei, definitiv auch wert, sie mal selbst zu verkosten, die Produkte zu entdecken. Sie finden wie immer alle ausgezeichneten Produkte auf unserer Webseite www.meininger.de mit ein bisschen mehr Informationen auch zu den einzelnen Produkten. Ja, und nächsten Monat beschäftigen wir uns endlich mit dem Thema Korn und Wodka. Da sind wir auch schon sehr gespannt drauf, was für Produkte da wieder alles mit im Rennen dabei sein werden. Ja, und welche Produkte am Ende unsere Expertenjury am meisten überzeugen wird. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Unsere Empfehlungen finden Sie jetzt auf der Internetseite. Bis zum nächsten Mal.